Hallöchen! Bevor es losgeht, wollte ich euch kurz vorwarnen, die Folge wird nicht nur etwas länger als sonst, sondern auch ein gutes Stück chaotischer, denn leider, leider stolpere ich über einen Bug und ich stolpere dann auch nochmal. Das ist aber gar nicht so schlimm, wir werden trotzdem natürlich das Ende erreichen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der letzten Folge von Orwell. Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und da sind wir auch schon wieder. Entweder nur für ganz kurz oder für ein bisschen länger, entweder ohne Unterbrechung oder mit Unterbrechung, das weiß ich an der Stelle hier noch nicht. Ich gehe eben nochmal die ganzen Sachen durch. Ich versuche mal das von Catherine... Nein, falsch. Ich versuche erstmal das von Initiate zu übertragen. Das ist mir ehrlich gesagt wichtiger. Falsches Profil natürlich. Initiate, wo ist unser kleiner Mops? Hier. Eventuell, ganz vielleicht, bekommen wir ja das, den Bildschirmhintergrund als Profil von... Also als Bild für Initiate, als neues. Da haben wir nur das eine, nicht wahr? Ja, nur das eine. Er stammt aus Cape Town. Da steht 2. Ach du je. Ich gehe mal zurück. Das war hier Rosen Internship. Upload complete. Und ich sag jetzt einfach mal, dass er hier ein Intern war. Mit diesen Informationen sollte man eigentlich herausfinden können, wer er ist. Ein zugehöriges Dokument gefunden. Wo ist es? Hier. Intern Information 1 Billion Themba. Da haben wir ihn. Jetzt ist das da oben verschwunden. Da haben wir also das Profil von ihm. Jetzt haben wir ein Bild zu unserem Initiate. Was passiert, wenn ich das jetzt übertrage? Okay, es ist einfach Who can guess them? Eben ein Achievement bekommen. Wir haben also herausgefunden, wer Initiate wohl ist. Themba 1 Billion oder wie auch immer man den ausspricht. Und da ich scheinbar nicht mehr nur eine bestimmte Anzahl von Data-Chunks habe, werde ich das jetzt gnadenlos ausnutzen und alles übertragen, was wir haben über ihn. Wir haben ja auch Big Brother, er hat eine Schwester, die Bali heißt. Na, dankeschön. Alles, um das Ganze herauszufinden. Er hatte Kontakt mit W1N5T0N. Das hat uns aber noch nicht weitergeholfen. War hier sonst noch was? Nein. In diesem Gespräch war noch etwas. Intended thought to be a terrorist cell and to commit... Nein, das stimmt doch so nicht. Das ist wieder einer dieser Momente, wo das, was geschrieben steht, als rein objektiv und losgelöst betrachteter Satz vollkommener Schwachsinn ist. I will found a cell for this guerrilla war. Then I will recruit members, call to arms, then we start acting, even bombings possible, to kill. Das wäre so, wenn ich jetzt sage, na hör mal, ich gründe jetzt einfach mal eine Terrororganisation und rekrutiere Leute und dann fange ich an, Bomben zu legen. Und dann töten wir Menschen und dann sehen wir, was kommt. Also, er macht ja eine... Er gibt ja nur ein Beispiel, wie sich das entwickeln könnte. Das ist absolut Schwachsinn, das wollte er nicht, deswegen disablen wir das mal, damit wir gar nicht erst in Versuchung kommen, das husch-husch zu übertragen. Da wir jetzt aber alles andere auch noch haben, was haben wir in der Browser-History? Ah, look up Benjamin Costigan. Ja gut, jetzt da ich alles übertragen kann, wie ich lustig bin, übertragen wir das ganze Zeug doch mal, oder? Hier, Benjamin Costigan gegoogelt. Was haben wir denn noch? Kontakte von Jules, von Cassie. Oh ja, richtig, das Picture. Ich übertrage mal hier das Bild. Oh, da sieht er richtig glücklich aus. Ich glaube, er mag seine Mama sehr. Und das ist ein neues Bild von Jules. Zu Jules wollte ich ohnehin... Wir wissen inzwischen, dass sich Jules als Abraham ausgegeben hat. Deswegen fände ich es gar nicht so sinnlos, wenn wir hier diese Telefonnummer übertragen. Denn wir müssen natürlich Jules irgendwie erwischen. Und da haben wir schon etwas im Listener. Perfekt. Sie ruft Victor Rosen an. Mal gucken, was es da zu hören gibt. Carrington? Carrington? Juliet, Victor hier. Also Juliet, hier ist Victor. Oh, hey Victor. Oh, hallo Victor. I just talked to Maria. Why are you not at work? Ich habe gerade mit Maria gesprochen. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Oh, I sent a sick note. Didn't you re... Oh, ich habe mich krank gemeldet. Hast du nicht... No, I didn't. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ach, ich bin ja oben. Also, nein, habe ich nicht. You were there the entire weekend. That's what the tracker says. But no one authorized you to do so. Now that you're meant to be here, you're not.
Also, what is SP855601204 registered under your account? This device ID does not belong to a company-approved device. Nein, die habe ich nicht bekommen. Du warst das ganze Wochenende hier, sagt der Tracker, obwohl du, obwohl dich niemand dazu autorisiert hat. Und jetzt, wo du hier sein solltest, bist du nicht hier. Außerdem, was ist SP855601204, was als unter deinem oder für deinen Account registriert wurde? Die Geräte-ID gehört nicht zu einem Gerät, das von der Firma zugelassen wurde. You'll explain this irregularity. Oh Gott. Ah, ich schieb's jetzt mal aufs Wetter, so schrecklich schwül. Ich weiß nicht, ob ihr genauso drunter leidet. Irregularities. I want you in my office as soon as possible. Du wirst mir diese Unstimmigkeiten erklären. Ich will dich in meinem Büro sehen, so schnell wie möglich. I don't think so. Das denke ich nicht. Da hat sie einfach aufgelegt. Okay, wir haben eine neue Geräte-IP gefunden. Das Moment, was steht da? Mobile Phone. Es ist also ein Handy. Und sie war das ganze Wochenende dort. Das übertragen wir natürlich auch. Vielleicht geht es doch noch ein bisschen länger, als ich gedacht hatte. Das ist gut. Insider, das wird das neue Gerät sein. Ich möchte trotzdem gerne noch eine andere Sache machen. Und wenn wir das alles schon können, dann würde ich nämlich ganz gerne beim Reader... War das beim Reader? Nein, das war beim Insider. Dann würde ich ganz gerne auch noch Jules Nummer übertragen. Momentan können wir wirklich alles gebrauchen. Jules, du bist... nicht Jules, Cassandra. Wo ist Cassandra? Warte mal, kann ich hier eine Liste... Nein, kann ich nicht. Also manchmal. Da ist er. Ich habe gerade die ganze Zeit nach blauen Haaren gesucht. Jetzt haben wir hier wieder das olle Bild von ihr mit den blonden Haaren. So, das ist ihre Nummer. Kriegen wir da auch was? Dürften wir eigentlich fast nicht, denn sie sitzt ja gerade in Untersuchungshaft. Trotzdem, man weiß nie, ob man es nicht brauchen kann. Angela, ein Chat mit Angela. Hier, I'm sorry, Mom. Da erfahren wir dann, warum er diese beiden... Wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich würde normalerweise, wenn ich bei Orwell arbeiten würde, ich würde nichts mehr von Harrison tatsächlich hochladen. Gar nichts mehr. Alles, was ich hier gerade noch mache, ist einfach Dinge sammeln. Ich möchte jetzt natürlich noch so viele Informationen wie möglich bekommen. Ihr Desktop, war beim Reader noch irgendwas? Das haben wir deaktiviert. Ach ja, genau, People. Wir können das von Catherine Delacroix noch übertragen. Wo ist die gute? Joseph, hier. Jetzt können wir einfach alles übertragen. Sie ist für die Safety Bill verantwortlich. Das heißt, sehr wahrscheinlich wollte unser Initiate hauptsächlich sie treffen, wenn er wirklich einen Hass auf die Regierung hatte. Immer noch mehr People. Moment, was haben wir da noch? Ist erstmal nichts mehr. Projects? Ah, so, nein, auch nicht. Wobei, vielleicht bei den Projekten. Haben wir ein Projekt, sag mal, in Cape Town oder so? Donate, volunteer, become a member. War es das schon? Nein. Da ist immer noch was bei... Ich verstehe es gerade nicht. Entschuldigung. Was haben wir denn noch bei... Ach, so natürlich. Ah, ich bin so doof. Wir haben ein Bild von Miss Delacroix. So, jetzt, Hitler. Das war die Information, die hier noch übrig war. Natürlich, wir hatten ja bisher kein Bild. Notable Alumni, da müsste sie auch auftauchen. Genau, early study years as a student of criminal law. Member of the party, und zwar schon während sie noch studiert hat. Und noch ein Bildchen von ihr, da war sie noch einiges jünger. So. Und wir haben neue Dokumente bekommen. Die Frage ist, was wir uns jetzt zuerst angucken. The Party Account von Catherine Delacroix. Sie hat sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und war sehr, sehr ungehalten, als wir uns ihren Desktop näher angucken wollten. Your personal account, ihr persönlicher Account. Welcome, Miss Delacroix. Willkommen, Miss Delacroix. There is one request awaiting. Invitation to inauguration on Bonton Panopticon. Also es gibt eine Anfrage, die noch auf eine Reaktion wartet. Die Einladung zur Inauguration of Bonton Panopticon. Inauguration. Einweihung vielleicht?
Here are your personalized news, also ihre personalisierten Nachrichten, die sie erhält. The National Beholder negotiations in Trifolis resumed. Das müssen wir eigentlich schon gelesen haben. Also vom National Beholder. Die Verhandlungen in Trifolis werden wieder aufgenommen. Party internal H. Robertson has announced vacation of her office due to personal reasons. Parteiintern H. Robertson, also eine sie, Miss Robertson, hat angekündigt, dass sie sich eine Weile freinehmen wird von ihren Büroaufgaben aus persönlichen Gründen. Warte mal, Robertson. Ach nee, die hieß ja Amy. Richtig, die hieß Amy, oder? Amy Peters, genau. Ich habe gerade im Moment gedacht, das könnte die Freundin von unserem Benjamin sein, aber dem war natürlich nicht so. Catherine mit dem absolut unpassenden Bild. So, passt eher. Party internal. Hilbury Major Mallinson discussed for possible Prime Minister Candidature. Nochmal parteiintern. Der Bürgermeister von Hilbury, Mallinson, wird vielleicht zur Wahl für den Premierminister aufgestellt. Your schedule for today, also ihr Tagesablauf für heute. 10 a.m. to 11:30 a.m. Sitting of Parliament. You cancelled attendance. Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr hätte sie an einer Parlamentssitzung teilnehmen sollen, hat aber abgesagt. 12 p.m. until 12:45 p.m. Lunch with P. Fletcher. You cancelled attendance. Von 12 Uhr bis 12.45 Uhr hätte sie mit P. Fletcher zu Mittag essen sollen, hat es aber auch abgesagt. 13 p.m. to 15 p.m. Meeting with NSEC Security. You cancelled attendance. Von 13 bis 15 Uhr hätte sie eigentlich ein Treffen mit NSEC Security gehabt, hat aber abgesagt. Und 15:30 p.m. to 17:30 p.m. Sitting of Parliament, you cancelled attendance. Von 15:30 bis 17 Uhr hätte sie wieder eine Parlamentssitzung gehabt, die sie auch abgesagt hat. So, mit einer Firma. Parliament Open WLAN Access granted for the following devices. Personal phone. Oh, das übertragen wir natürlich auch. Mal gucken, ob sie das auch schon aufgenommen hat. Mal gucken, vielleicht erfahren wir auch noch was zu NSEC. Erfahren wir dazu was? N-Security? Nein. Hatten wir davon eigentlich schon mal was? Ganz ernst gefragt. National Beholder. Manchmal müsste man so eine Suchleiste haben für solche Momente. Ich finde gerade nichts. Das kann aber auch einfach sein. Es kann auch einfach sein, dass ich da was vergessen habe und es jetzt einfach nicht mehr so auf die Schnelle finde. Das ist gut möglich. Gucken wir doch einfach mal nach. Bevor wir in Juliets Telefon gucken, gucken wir erstmal in das von der guten Mr. Lacroix. Wow. Was ist das? Sind das ihre Eltern? Oder was ist das? Also, das ist ein Mann. Da könnte ich nicht mal sagen, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Es könnte auch einfach eine sehr maskulin gekleidete Frau sein. Ich bin mir ja gerade gar nicht so sicher. Es könnte eventuell... Nee, Catherine kann es nicht sein. Die sehen anders aus. Gucken wir mal in die Gallery. Was haben wir hier? Whitefound Academy. Das ist... Ah, ihr Sohn vielleicht. Das könnte es sein. Das könnte ihr Sohn eventuell sein, falls sie denn einen Sohn hat. Moment, Phone. Kontakt... Ach du je. Da oben sehen die Kontakte nicht ganz richtig verteilt aus. Macht aber nichts. Da ist Joseph drin als Kontakt. Aber sonst niemand, den wir kennen. Richtig, kann auf X gehen. Skychat. Hey, Ma, Francis schreibt... Hey, Ma... Ah ja, Tatsache, ihr Sohn. Francis also. Hey, Mom. Also, hi, Mom. Hey, Frank. Hallo, Frank. Can you lend me your car for tonight? Want to get around with the boys. Kannst du mir heute Nacht dein Auto oder heute Abend dein Auto leihen? Ich will ein bisschen mit den Jungs rumfahren. Francis, you know it doesn't work that way. Francis, du weißt, so läuft es nicht. Please. Bitte. The car is well known to be ours. It's way too dangerous. Es ist bekannt, dass das Auto uns gehört. Das ist viel zu gefährlich. No, nothing ever happens to you. Why do you think something will happen to me? Ach, dir passiert nie etwas. Warum denkst du, dass mir etwas passieren könnte? Because I have people watching me and you don't. Weil ich Leute habe, die auf mich aufpassen und du nicht. You're paranoid. Nothing's ever going to happen. This isn't crazy politics. Just let me have the car. Du bist paranoid. Nichts wird je... Es wird nie irgendetwas passieren. This isn't crazy politics.
Hier geht es nicht um irgendwelche verrückten Politiker. Leih mir doch einfach das Auto. Francis, no means no. Francis, nein bedeutet nein. Period. Punkt. Are you at school? Ja, why? Bist du in der Schule? Ja, warum? Is everything normal there? Yeah. Ist dort alles normal? Ja. Good. Don't leave. Going to send someone to fetch you at 3. Why? What's going on? You okay? Gut. Geh nicht weg. Ich werde jemanden schicken, der dich um 3 Uhr abholt. Warum? Was ist los? Ist alles okay? Yes, don't worry. Ja, mach dir keine Sorgen. Da könnte sie einem fast sympathisch werden, aber... Also sie passt auf jeden Fall auf ihren Sohn auf, wie das eine gute Löwenmutter tun sollte, aber... Also wir sind das wieder. Ed, wer ist Ed? Vielleicht ihr Mann. Ah, Moment, ich muss mal ganz kurz zurück. Das könnten natürlich ihr Mann und ihr Sohn dann sein. Entschuldigung, ich gehe schon wieder zurück. So. Ed, going out late today. Swamped at work. Achso, getting out late. Ich komme halt erst spät nach Hause. Bin von Arbeit überflutet. Okay, Cat. I pick up F from sport then. F? Moment, ganz kurz. Gedächtnis. Francis, genau. Wow, der will jemand echt Zeit sparen? Ist gut, Cat. Ich werde F vom... Also Francis vom Sport abholen. Did you ask George about the leakage? Hast du George nach den... nach der Informationslücke gefragt? Yeah, he's gonna fix it next Tuesday. Fine for you? Ja, er wird es nächsten... Tuesday. Dienstag, oder? Dienstag in Ordnung bringen. Ist das in Ordnung für dich? Yeah, thanks for taking care of it, honey. Ja, danke, dass du dich darum kümmerst, Liebling. Und dann heute, wo sie ja irgendwann böse auf uns war. Anything unusual today at work? Ist heute etwas Ungewöhnliches bei der Arbeit vorgefallen? No, why? You worried because of that poor guff guy? You knew him? Nein, warum? Machst du dir Sorgen wegen diesem armen Regierungstypen? Kanntest du ihn? No. Nein. Is it real? What did they say? Ist das wirklich wahr? Was haben sie gesagt? Let's not talk. Not about this. Not here. Lass uns nicht reden. Nicht darüber und nicht hier. Unknown contact. So this is your number, you piece of filth. Leave the nation and its glorious people alone with the poison you spread. Oh wow. Also das ist deine Nummer, du Stück... Ja, du Drecksstück, sagen wir mal so. Lass die Nation und ihre grandiosen Leute mit deinem... mit deinem Gift in Ruhe. You blocked the user. Sie hat den User blockiert. Robert Blaine hat dir dann geschrieben. Catherine... Up for a quick call. Catherine, hast du Zeit für einen kurzen Anruf? In a moment. In einem Moment. Also dauert noch einen Moment. Triffles is going to fuck us up if we don't calm the situation down. Heading there. Need you to hold ground. We must go over the details in the meantime. Triffles wird uns offen lassen, wenn wir die Situation da drüben nicht beruhigen. Ich werde jetzt dahin gehen. Du musst hier die Stellung halten. Wir müssen die Details... Und in der Zwischenzeit müssen wir die Details besprechen. Alright, call me. Alles klar, ruf mich an. Robert... Die Musik ändert wieder. Well done are the bombings. Probably don't have to tell you how important it was that you contained this. Now make sure there are no more interferences and it will be the perfect precedence for the revelation of Orwell. Gut gemacht mit den Bombenanschlägen. Probably don't have... Tell you. Ich muss dir vermutlich nicht sagen, wie wichtig es ist, dass du das contained ist. Mir hängt gerade an contained. Jetzt stell sicher, dass nichts mehr dazwischen kommt und es wird der perfekte Präzedenzfall sein, den wir brauchen, um Orwell bekannt zu machen. Thanks, Robert. Bonden Bombings have been a real blast. Wow. Das ist... Darf ich sagen, dass es dreckig ist? Also, thanks Robert, Bonden Bombings have been a real blessing. All of this will make Orwell all the more tolerable, desirable even. Danke, Robert. Die Bombenanschläge auf Bonden waren wirklich ein wahrer Segen. All das wird dafür sorgen, dass Orwell eher toleriert wird, vielleicht sogar begrüßt wird. Yes, if nothing goes wrong. In the meantime, I'll keep smooching Cassard. Guys, such a nuisance. Ja, wenn nichts weiter schief geht, in der Zwischenzeit... halte ich Cassard bei der Stange. Der Kerl ist eine echte Nervensäge. Ach du je. Robert Blaine, what the actual hell, Catherine? Do we have a fucking leak? Cassard will crush me.
Was zur Hölle, Catherine? Haben wir einen verdammten sind Informationen rausgesickert? Kassad wird mich zerquetschen. I control the leak to the National Beholder. Don't worry, I know what I'm doing. Ich kontrolliere, welche Nachrichten an den National Beholder rausgehen. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, was ich tue. You better. Das solltest du besser auch. Robert, regardless of what the National Beholder reports, I can confirm everything is under control. I now oversee all personally. All troubles will soon be dealt with. Robert, egal was der National Beholder schreibt, ich kann bestätigen, dass alles unter Kontrolle ist. Ich habe nun persönlich die Kontrolle über Orbel oder die Aufsicht über Orbel. Wir werden bald alle Schwierigkeiten regeln. Da sind ja alle mit drin und... sag mal! Okay. Ich übertrage das jetzt mal eiskalt. Sie ist für diese Bombenanschläge. Was? Was? Moment. Was? Das ging schnell. Da waren gerade zwei Achievements und schon was vorbei. Nein, ich wollte das noch lesen. Government cancels Orbel. Government announces immediate terminate of Orbel. Impartial agency commissioned with erasing stored data permanently. Also die Regierung löst Orbel auf. Thought to be renewed to the press, we had an obligation to reveal this. Moment, steht jetzt Juliet als Heldin da? Die hat Leute umgebracht. Investigator wanted for arrest. Was? Investigator entangled actors thought wanted for immediate arrest. Whether their home country will comply to the extradition request remains to be seen. Wir sollen... Es wird also gewünscht, dass wir ausgeliefert werden. Moment, ich habe hier gerade so einen Tonfehler. Ich mache ganz kurz Schluss. Moment, ich werde das alles gleich noch lesen, aber Moment. Ihr hört's ja auch, der Ton spinnt gerade rum. So, da sind wir wieder. Ich habe eben gerade noch mal geladen. Im Hintergrund hört ihr... Die Gedanken sind frei. Catherine Delacroix wurde entlassen. Die Regierung cancelled Orbel. Juliet steht als Heldin da. What the fuck? Die hat Leute umgebracht, das finde ich so nicht gut. Und von... Und... Ja, der Investigator soll verhaftet werden. Und ich höre schon wieder diese unglaublich... Die Musik ist gerade ganz seltsam. Ich kann ja auch nichts anwählen. Das ist gerade sehr seltsam. Warte mal, wrong profile. Kann ich denn auf ein anderes Profil gehen? Nee, kann ich nicht. Das ist gerade aber sehr ungünstig. Ich versuche mal was anderes. Ach, hier kann ich ja nicht. Das ist echt doof. Das ist jetzt aber blöd. Na gut, ich lese einmal noch das hier und danach hoffen wir einfach ganz schnell, dass hier irgendwie, dass ich... Ich weiß leider nicht, wie ich das regeln kann. Ich nehme an, es hängt mit den drei Data-Chunks zusammen. Ich kann jetzt auf jeden Fall mal das lesen und wir können uns dann schon mal Gedanken übers Ende machen. Einen Artikel können wir ja lesen. Wir ignorieren jetzt einfach mal ganz kurz diesen schrecklichen Tonfehler im Hintergrund. Investigator entangled with activist group thought wanted for immediate arrest. Whether their home country will comply to the extradition request remains to be seen. Also wir, das ist ja das Profil, das ich mir erstellt hatte, sollen verhaftet werden. Wie habe ich das jetzt gerade genannt vorhin? Der Ermittler, der mit der Gruppe Thought in Verbindung gebracht wird, soll verhaftet werden. Ob sein Heimatland einer Auslieferung zustimmt oder nicht, ist noch offen. Bonten, the government has declared the investigator entangled with the activist group's Thought is wanted for immediate arrest. So far it remains unknown whether the home country of the investigator will comply to the extradition request. It is presumed that the government will leave no stone unturned to get hold of the investigator, who is likely to be in possession of insider information on the surveillance project known as Orwell. Gut. Es ist gerade sehr, sehr irritierend, dieses Geräusch im Hintergrund. Und ich finde es gerade so schade, dass ich es nicht abstellen kann. Also die Regierung hat bekannt gegeben, dass der Ermittler, der eben mit der Aktivistengruppe Thought in Verbindung gebracht wird, sofort verhaftet werden soll. Bisher ist noch nicht bekannt, ob sein Heimatland
dem Auslieferungsersuch nachkommen wird. It is presumed. Es wird davon ausgegangen, dass die Regierung nichts unversucht lassen wird, um eben an ihn heranzukommen. Denn der Ermittler befindet sich sehr wahrscheinlich im Besitz von Informationen über das Überwachungsprojekt, das auch als Orwell bekannt ist. This is presumed to mark the end of the case known as the Bonton Bombings. Experts suggest that after the troubled events of the recent week, the nation and its citizens will finally find some long overdue peace and quiet. Es wird davon ausgegangen, dass das eben das Ende der Bonton Bombings markiert, also dass es damit vorbei ist. Die Experten, ist die Meinung der Experten. Und vielleicht werden jetzt die Bewohner von The Nation endlich wieder ein wenig Frieden, Ruhe und Frieden genießen können. Es tut mir gerade schrecklich leid, das ist so unglaublich irritierend. Ich unterbreche die Aufnahme nochmal ganz kurz und versuche, dass es irgendwie... Ich werde aber alles Mögliche probieren. Moment. So, und zum dritten Mal, hallo. Ich habe jetzt gerade einfach mal die fünfte Episode nochmal neu gestartet. Und es tut mir furchtbar leid, dass ich es gerade nicht anders machen kann. Wir müssen ein bisschen stückeln. Dafür passieren jetzt diesmal hoffentlich keine Fehlerchen. Und ich glaube, ich habe vorher ja noch die IP von Juliets Telefon übermittelt. Und da konnten wir nicht mehr reingucken. Das können wir jetzt. Ich werde natürlich daher das ganze Gespräch, das wir sowieso schon mal gehört haben, also diese Konferenz, werde ich dann rausschneiden. Und alles, was wir schon kennen, werde ich auch nicht mehr reinnehmen. Wir gucken uns jetzt einfach die Sachen an und ob wir hier noch irgendwas haben. Juliet und ihr Dad telefonieren also. Juliet, where are you? Juliet, wo bist du? Hey Dad, I'm at work. Also, hey Dad, ich bin bei der Arbeit. It's a beautiful Sunday, so we thought we could have a family barbecue tonight. April is already here. Es ist ein wunderschöner Sonntag, also haben wir gedacht, wir könnten vielleicht ein Familienbarbecue machen. April ist auch schon hier. I don't think I'll be able to come. Ich denke nicht, dass ich werde kommen können. Well, your loss. Why are you working almost every weekend now anyway? Did you miss a deadline or something? Nun, dein Verlust, ja gut. Wieso arbeitest du eigentlich fast jedes Wochenende in letzter Zeit? Hast du eine Deadline verpasst oder so? Oh, we've got this new project here, which is close to release. Everyone's doing overtime at the moment. Oh, wir haben hier dieses neue Projekt, das kurz vor dem Abschluss steht und jeder macht zurzeit Überstunden. What a company. This should be illegal. I hope you're getting overtime. Poor choice to follow this Abraham creep. Just because you worked at Rosentech doesn't mean it's a good job for you. Was für eine Firma. Sowas sollte illegal sein. Ich hoffe, du wirst wenigstens, ich nehme an, dafür bezahlt, meint er denn in dem Fall. Was für eine schlechte Entscheidung, diesem gruseligen Abraham zu folgen. Nur weil er bei Rosentech gearbeitet hat, bedeutet das nicht, dass es ein guter Job für dich ist. Dad. Papa. What? Was? Seriously, shut the fuck up. I made the right call. I know I'm doing the right thing now. Ernsthaft. Halt die Klappe. Ich weiß, dass ich das Richtige tue. How dare you talk to me like that? Don't even think about coming home anytime soon. Wie redest du eigentlich mit mir? Denk nicht mal daran, in nächster Zeit nach Hause zu kommen. You'll see, I'll make you see. Du wirst schon sehen, dass ich es dir zeigen werde. May, hey sis, how things? You there? Hey Schwester, wie geht's dir? Bist du da? Oh, hey Mai. Yeah, you're doing good. Oh, hi May. Yeah, mir geht's gut. That's awesome. Up for a meet and greet with your long lost sis next week? Gonna hit B-Town on wet and stay for 3 awesome days at A&D's Hotel. Das ist großartig. Bist du bereit, dich mit deiner lange vermissten Schwester zu treffen nächste Woche? Ich komme am Mittwoch in Bonton an und werde für 3 wunderbare Tage in A&D's Hotel bleiben. You're not staying at home? Du wohnst nicht bei Mom and Dad, also zu Hause? God, no. Gonna visit them once. That's already family overdose. So, helle nein. Also, um Gottes Willen, nein. Ich werde sie einmal besuchen. Das ist dann genug Familienzeit. So, meet up. Also, treffen wir uns. Okay, let's do it. I'll get back to you as soon as I know if I have some spare time. Ja klar, lass uns das machen. Ich melde mich bei dir, sobald ich weiß, ob ich etwas Freizeit habe. Coolio, see you then, little sis. Coolio, ich sehe dich, deine kleine Schwester. See you then, seh dich. Und noch etwas, Cassandra Watergate. Hey Jules, what's up, all good? Also, hey Jules, wie geht's dir, alles okay? Hey Cassie, yes, all's quite well, a bit swamped at work, but what's new, right?
Hey Cassie, ja, alles ziemlich okay. Ich habe viel zu tun bei der Arbeit, aber das ist doch nichts Neues, oder? It's Friday, Hangout Time. Es ist Freitag, machen wir was zusammen? No romantic dinners with Joseph on schedule? Kein romantisches Dinner mit Joseph geplant? Bah, you know what he's like. All work and no play. Ach, du weißt, wie er ist. Nur Arbeit und kein Vergnügen. Ja, you know what? Why not? Ja, weißt du was? Warum nicht? Yay, that's my Jules. Juhu, das ist meine Jules. What about Haunted House? We could go there. Was ist mit dem Haunted House? Wir könnten dahin gehen. Haunted House? You? Something happened to you overnight? It's a big detour from my usually routine into the city, but fuck it, Jules wants to go to Haunted House. Das Haunted House? Du? Ist in der Nacht irgendwas mit dir passiert? Das ist ein großer Umweg von meiner üblichen Routine in der Stadt, aber was soll's? Jules möchte ins Haunted House gehen. Huh? Why don't you take the 9B? Huh? Warum nimmst du nicht die 9B? Ich glaube, sie reden gerade über die Route. You know, I don't like that place. Du weißt, ich mag den Ort nicht. Oh yeah, sorry. Although it is a lot faster to get through Freedom Plaza, like much faster. Oh yeah, tut mir leid. Obwohl es natürlich sehr viel schneller geht, wenn du über den Freedom Plaza gehst. Wirklich schneller. Yeah, I know. It's pretty ridiculous being afraid of a place like that. Ja, ich weiß, es ist ziemlich lächerlich, vor einem Ort Angst zu haben. Don't let yourself both by the past. You're free to go wherever you like. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit beeinträchtigen. Du kannst hingehen, wann immer du möchtest. Yeah, you're right. I'll give it a try. Ja, du hast recht. Ich werde es versuchen. Good, Cassie. You make it sound like I'm a dog or something. Still up for Haunted House? Du lässt es klingen, als wäre ich ein Hund oder sowas. Bist du immer noch dabei beim Haunted House? I am. Ich bin. Also klar. Girl, I like your new attitude, I must say. Mädchen, ich mag deine neue Einstellung, das muss ich schon sagen. Great, Miss Watergate, let's make it happen. Großartig, Miss Watergate, lass es uns tun. Wir haben noch 9 Data-Chunks und das hatten wir eben noch nicht gelesen, aber wir müssen hier eigentlich noch mehr haben. Wo war ich gerade? Hier, Moment, ich gehe mal ganz kurz zurück. Das waren die Chats, wir haben hier die Gallery. Das ist vermutlich Juliet und eine ihrer Schwestern, wer weiß welche. Ihre Kontakte. Abraham Goldfels, auch das würde ich sehr gerne übertragen. Eigentlich müsste sie ja sein Handy haben, aber vielleicht kriegen wir ja mit, dass sie jemanden... Goldfels ist dead. What do you expect to happen on his phone line? Weiße Miss Delacroix. Vielleicht würde sie ja sich nochmal als ja ausgeben. Okay, jetzt haben wir noch Quote-Tracking. Ich werde das alles mal... Achso, ja, falsches Profil. Ich werde das mal übertragen. Und ich weiß, was wir dann noch gemacht haben. Wir haben die ganzen Sachen von... Achso, die müssen wir alle einzeln übertragen. Hoppala. Portobello Road. Ich gehe mal ganz kurz zuerst bei Harrison in die... Was haben wir da noch alles übertragen vorher? Muss mal kurz... Ah, fuck. Ich meine... Entschuldigung. Oh, das tut mir so leid, ich wollte das gerade gar nicht sagen. Wir wollten das hier alles bei Harrison übertragen, damit wir eben wieder möglichst dasselbe Ergebnis bekommen. Ich hoffe, das wird wieder dasselbe. Wie gesagt, ich werde gleich einfach rausschneiden, dieses Telefongespräch. Wir können noch 3 übertragen. Outskirts Camping, Portobello Road. Ich weiß nur, ich habe... alle übertragen. So, jetzt müsste es... Wir haben keine Data Chunks mehr. 4 PM. Was? Screwed up completely? Okay. Jetzt kommt das Ding hier. Ich schneide das mal kurz raus. Moment. Was ist jetzt los? Müsste ich jetzt nicht beim Listener? Moment. Kann mir davon alleine... Ich lasse es einfach nochmal kurz geschehen. Wir haben nichts erreicht. Habe ich irgendwelche Sachen falsch übertragen? Victor Rosen. Das ist jetzt das Gespräch und jetzt werde ich mich mal ganz kurz ausklinken und hinterher mich wieder einschalten. Bis gleich, ihr Lieben. Also heute verabschiede ich mich sehr oft. Tut mir schrecklich leid. So, und nochmal klinke ich mich ein. Ich möchte jetzt nur nochmal ganz kurz erklären. Ich habe die 5. Folge neu gestartet, denn ich habe es absolut nicht hinbekommen, nach diesem Bug eben am Schluss das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Das kennen wir jetzt schon, aber ich mache das jetzt einfach ganz, ganz schnell. Und damit uns nichts entgeht, falls sich was verändert, machen wir es mal zusammen. Ich habe ganz blauäugig
den PC von Miss Catherine Delacroix angeklickt und bin auf Orwell gegangen. See, as advanced as Orwell might be, it won't gather much from a switched off PC. Goodbye, Investigator. So you might find yourself in a position where you are wishing you had listened to my warnings. Da geht sie offline. So. Jetzt sind wir an ungefähr der Stelle, wo ich letztes Mal, glaube ich, angesetzt hatte. Und ich werde das jetzt alles einfach ganz schnell machen. Wir hatten hier die Sachen alle. Ich klicke die jetzt einfach mal schnell kurz durch, damit wir sie haben. Moment. So. So. Ich werde versuchen, wie gesagt, unser Ergebnis nachzuvollziehen. Da ich mir aber nicht sicher bin, ob das funktioniert, weil wir ja letztlich andere Sachen übertragen haben, weil es durch einen Bug immer auch zu nochmal anderen Fehlern kommen kann, mache ich das jetzt einfach ganz schnell. Wir hatten gesagt, das hatten wir nicht gesagt, Big Brother, dass unser Initiate aus... Na, wo ist er denn? Wo ist unser... Da. Kommt aus Cape Town. Und außerdem... Seinen Namen hatten wir und wann er genau bei Orwell angestellt war. Wie gesagt, ich versuche das einfach eben nochmal zu rekonstruieren, was wir hatten. Big Brother, das hatten wir hier. Seine Schwester in Bali hatten wir auch übertragen. Ich weiß leider nicht, was genau... Das übertragen wir nicht, das haben wir deaktiviert. Ich weiß nicht genau, was es tatsächlich triggert. Ich habe vorhin etwas von Juliet übertragen. Und danach war es sehr spontan zu Ende. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das wieder so sein wird. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ihren Chat auch nicht, das haben wir alles gar nicht lesen können. Wo habe ich das denn gefunden? Ja, Reader, hier. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf den Reader klicken. Was hatten wir denn hier Interessantes? Ein Bild von Initiate, das hatten wir übertragen. Also wie gesagt, es tut mir furchtbar leid, dass wir das jetzt alles doppelt machen müssen. Das von Harrison, ich lasse das jetzt einfach mal weg, weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das Bild von ihm übertragen hatten oder nicht. Pipo, wir hatten auf jeden Fall Sachen über Catherine Delacroix übertragen, weil wir es konnten. Catherine, die war verbunden mit Joseph. Ich habe auch das Gefühl, dass die Anordnung hier jetzt gerade ein bisschen anders ist. Also wissend, was passiert, hätte ich jetzt natürlich einige Dinge anders gemacht. Ich würde einfach Catherine... Wobei, andererseits, natürlich würde ich sie verfolgen. Ich meine, natürlich würde ich das machen. Haben wir hier noch irgendwas? Moment. People. Immer noch People. Warum immer noch People? Was ist denn hier noch für eine Info? Ach so, ein Bild von ihr. Na klar. Das habe ich vorhin auch schon übersehen. Die Folge wird jetzt sehr wahrscheinlich recht lang, aber es wäre absolut unfair, das nochmal aufzustückeln. Denn ihr habt es ja alles schon mal gesehen. Wir haben es ja schon mal durchgearbeitet. Das Foto übertrage ich jetzt nicht, sonst haben wir da ständig eine viel zu junge Catherine stehen. Das möchte ich nicht. Na, so. Was hatten wir noch übertragen? Jetzt haben wir wieder einen Artikel. Notable Alumni. Immer noch mal was? Achso, ja, das Bild von ihr. Ja, komm. Übertragen wir es einfach. Wir haben ja keine Limitierung mehr. So. Und Donald Harrison, wisst ihr was? Dann übertragen wir den einfach auch schnell. Einfach, damit der Data Chunk weg ist. Ich hoffe, das macht jetzt nichts. Account Catherine Delacroix, das haben wir auch alles gelesen gehabt. Das hatten wir übertragen. And Security. Und dann hatten wir diese unglaubliche Erkenntnis, dass sie tatsächlich diese Bombenanschläge befürwortet hat. Das hatte ich übertragen. Richtig, das war es gewesen. Das ist es gewesen. Ich gehe mal schnell die Kontakte durch. Eben auch, damit diese ganzen Sachen weg sind. Abraham Goldfels, was haben wir da noch? I'm sorry. Moment, was ist denn jetzt hier noch? Ach so, ja, klar. Ist egal. Wo haben wir jetzt unsere Catherine Delacroix? Da oben ist sie.
Kontakte, da war nichts Interessantes drin. Das war Francis, ihr Sohn, und hier hatten wir diese Unterhaltung mit Francis. Francis ist ihre Mutter, genau, nein, ihr Sohn. Sie hat einen Sohn, das übertragen wir einfach mal. Jetzt kriegen wir sie richtig dran. Wenn sie dafür gesorgt hat, dass unser lieber Symes dran gekriegt wurde, dann hauen wir das jetzt einfach noch kurz mit raus, auch wenn ich es vorher nicht übertragen habe. Was hatten wir denn noch? Gary. Was haben wir vorher noch übertragen? Ich bin mir gerade gar nicht... Ed? Ah, hier war noch irgendwas. Thanks for taking care of it, honey. Was habe ich denn noch vorher angekriegt? Das macht mich gerade ein bisschen kirre. Hier war aber nur das eine. Damit konnten wir nichts anfangen. Es muss was bei den Kontakten noch gewesen sein. Moment. Wir haben es gleich. Taking care of it. Da muss es hier beim letzten gewesen sein. Genau, hier war es. Bonten Bombings have been a real blessing. Regards to Bonten. Oder eben das hier. I control the leak. Und ich hätte eigentlich gerne das hier, das beides übertragen, aber wir haben das hier genommen, deswegen übertrage ich das jetzt auch, damit wir das Ende bekommen. So, diesmal hoffentlich ohne Fehler. Ich bin aber guter Dinge. Also, Delacroix announces resignation due to revelations. Delacroix erklärt also ihren Rücktritt aufgrund der Offenbarungen. Government cancels Orwell, das hatten wir auch. War es vorher nicht, dass sie zurückgetreten, also dass sie rausgeschmissen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist auf jeden Fall dasselbe. Thought to be renewed. Der Thought erneuert werden soll. Also wieder auferstehen soll. Und dass wir verhaftet werden sollen. Jetzt hoffe ich einfach, dass jetzt alles funktioniert. Denn dann geht es ganz normal weiter. Endlich. Nein. Ernsthaft? Das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Okay, das konnten wir jetzt hochladen, dass wir verhaftet werden sollen. Aber da ist irgendeine Störung im Ton drin. Gut. Gut, dann haben wir damit das Ende erreicht von einem tollen Spiel. Leider, leider wurde es am Schluss ein ganz kleines bisschen hakelig. Dafür entschuldige ich mich sehr. Ich weiß nicht, ob jetzt am Schluss noch was gewesen wäre. Wir sollen auf jeden Fall verhaftet werden. Wir haben es... Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt ausdrücken sollen. Reden wir ein bisschen darüber, was passiert ist. Und es tut mir wirklich leid, dass es so zerstückelt war. Aber ich dachte, jetzt am Schluss wäre es am schönsten, wenn einfach nochmal alles... Ich dachte, wir könnten noch ein bisschen mehr machen. Aber ich muss sagen, ich finde es, auch wenn es jetzt am Schluss kleine Probleme gab, es ist ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ich habe selten so ein gutes Spiel erlebt, das mich über so viele Themen zum Nachdenken anregt und dabei so unterhaltsam und gut ist vor allem. So gut geschrieben, so gut... Ja, einfach alles ist daran wirklich toll. Das Einzige, was mich jetzt gerade stört, ich hätte vielleicht diese Information noch nicht gleich übertragen sollen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Da hätten wir vermutlich noch ein bisschen mehr lesen können. Catherine Delacroix ist also zurückgetreten aufgrund dessen, was wir übermittelt haben, nämlich, dass sie den ganzen Bombenanschlägen positiv gegenübergestanden hat. Juliet will Thought wieder aufleben lassen und wird scheinbar nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, dass sie wirklich so viele Leute reingeritten hat, anders kann man es ja nicht nennen. Sie hat Cassandra ans Messer geliefert, sie hat Harrison ans Messer geliefert, sie ist letztlich für so, so viele schlechte Dinge zuständig gewesen und verantwortlich gewesen. Und jetzt, ja, jetzt passiert ihr einfach gar nichts. Das finde ich sehr unbefriedigend. Das ist aber nicht die Schuld des Spiels, das ist einfach das Ende. Ganz ehrlich, gefällt mir an der Stelle nicht. Mein Gerechtigkeitssinn möchte, dass die Kleine ins Gefängnis wandert und da verrottet. Stattdessen werden wir jetzt gesucht und würden nur hoffen können, dass... Wenn wir mal davon ausgehen, dass Orwell irgendwie im fiktiven Amerika liegt, dass dann Deutschland sagen würde, ne, die wird nicht ausgeliefert. Ich werde es nochmal spielen. Falls ihr es auch nochmal spielen möchtet,
Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, auch weil ihr da nicht meine komischen Entscheidungen berücksichtigen müsst und vor allem, weil ihr das Ende richtig, ja, euch aussuchen könnt, ausprobieren könnt. Ich hab's jetzt ja eben nur so, es hat ein bisschen gehakelt, es hat ein bisschen geruckelt. Aber ich bin sicher, das wird alles noch gefixt. Und das finde ich auch so schön. Also Orwell ist, glaube ich, wirklich ein Projekt, in das Liebe reingeflossen ist. Und das, finde ich, merkt man auch. Es hat tolle Charaktere, es hat eine wahnsinnig gute Geschichte. Es hat mich eigentlich immer wieder überrascht. Ernsthaft, es hat mich jetzt bis zum Schluss überrascht. Ich hatte ja ein bisschen, Catherine war mir ja nie sympathisch. Also Miss Delacroix war mir immer so ein bisschen, na, ich mag die nicht. Die ist doof. Die kann ich nicht leiden. Und ein bisschen hatte ich die Vermutung, dass sich irgendjemand in der Regierung schon so ein bisschen freuen würde. Ich kann übrigens hier mal kurz draufgehen, ne? Profile Options können wir hier gucken. Guckt mal, hier, wir können die einzelnen Episoden nämlich spielen. Ja, ich habe mich Soraya genannt. Ein Wunder. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen gedacht, dass sich irgendjemand freuen könnte, aber dass sie es wirklich so sehr so dahinter steht, dass sie sogar Informationen an den National Beholder weitergegeben hat, dass sie dieser Informant gewesen ist, das hätte ich nicht erwartet. Großartiges Spiel, wirklich wahnsinnig gut. Sehr, sehr schade, dass es jetzt so einen ruckeligen Abschluss nimmt. Ich persönlich kann es dem Spiel aber nicht übel nehmen. Denn ich weiß auch nicht, also ich bin einfach absolut begeistert von Orwell, deswegen 4,5 Episoden lang gab es absolut keine Probleme, da kann ich es verschmerzen, dass es am Schluss ein bisschen ruckelt. Andere Spiele sind da viel schlimmer dran. Ja, ich freue mich, dass ich Orwell mit euch spielen konnte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall bei Gelegenheit nochmal spielen. Wobei ich jetzt auch erstmal in Ruhe das alles sacken lasse, ein paar Leute dazu nötige, mit mir über dieses Thema zu diskutieren. Und dann natürlich auf einen kleinen Fix warte, bis das alles auch hundertprozentig dann laufen wird. Aber wie gesagt, ich bin sehr sicher, der wird kommen. Und wenn nicht, vielleicht habe ich mit den anderen Informationen dann mehr Glück. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei einem anderen Let's Play wieder zuschaut oder wenn ihr mir ein letztes Mal sagt, was ihr davon haltet. Wie gesagt, am Schluss, ich hätte gerne was anders gemacht, aber einfach, ja, ich bin nicht drauf gekommen, dass diese gelben Informationen den totalen Abschluss darstellen und unsere finale Entscheidung. Und da ich ja dummerweise voreilig schon mal Catherine Delacroix, also ihren PC, angeklickt habe, waren wir eben schon auf diesem Pfad. Hätte ich das ganze Gespräch vorher gelesen gehabt, hätte ich es vermutlich anders gemacht. Aber ich wollte es eben möglichst so wiederholen, wie wir es gemacht hatten. Und da habe ich mir das ja auch durchgelesen. Doof jetzt, sonst wären wir vielleicht nicht unbedingt zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt worden. Vielleicht hätten wir es dann geschafft, dass Juliet dran gekriegt wird. Vielleicht hätten wir alles anders machen können. Und genau das werde ich versuchen. Mit dem Wissen, was alles passieren kann, werde ich natürlich das nächste Mal ganz anders an die Sache herangehen. Aber dann leider ohne euch. Vielleicht spielt der eine oder andere ja auch noch Orwell, dann könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr gemacht habt und was ihr für ein Ende bekommen habt. Ich würde mich da wirklich drüber freuen, denn ich finde das Thema super spannend. Aber jetzt zum, ich glaube, zweiten, dritten Mal. Es ist schlimm mit mir, ich weiß. Es tut mir leid und gleichzeitig tut es mir nicht leid. Aber gut, ich verabschiede mich nochmal von euch. Wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mit mir zusammen Orwell gespielt habt. Ich bin auch schon unglaublich gespannt, was das Studio uns als nächstes für ein grandioses Spiel bringt, denn ich bin sicher, da können wir noch ganz, ganz viele tolle Sachen erwarten. Sind ja nur ein kleines Studio, aber ganz ehrlich, wer so ein Juwel wie Orwell schafft, da steckt einfach so viel Potenzial dahinter, die müssen sich vor keinem AAA-Studio verstecken. Meine kleine Liebeserklärung an Osmotic Studios, die sind super. Und ich bedanke mich da auch sehr dafür, weil manchmal hat man in den Kommentaren jemanden von ihnen gefunden. Ja, in den Kommentaren. Da habe ich mich auch ganz doll gefreut. Auch dafür möchte ich mich bedanken, dass ihr euch das überhaupt angeguckt habt, was ich hier so angestellt habe. Es ist toll. Und ich wende mich jetzt ganz direkt an die Entwickler. Danke für dieses unglaublich tolle Spiel. Tausend Dank dafür. So. Jetzt ist aber Zeit, dass ich mich wirklich verabschiede, sonst wird die Folge, glaube ich, eine Stunde lang. Ist sie vielleicht schon, ich weiß es gar nicht. Danke nochmal, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Let's Play wiedersehen. Und bis dahin, habt noch einen flauschigen Tag und passt auf, was ihr ins Internet stellt.
Also, bye bye.